Der spanische Immobilienmarkt bietet Investoren aktuell eine signifikante Investmentopportunität. Das überdurchschnittliche Wachstum und die Bilanzbereinigungen des Bankensektors führen zu deutlich verbesserten Rahmendaten für den Immobilienmarkt. Mit einem Bruttoinlandsprodukt von über 1 Billion Euro ist Spanien derzeit die viertgrößte Volkswirtschaft des Euroraums. Nach Jahren der Rezession wächst das spanische Bruttoinlandsprodukt inzwischen deutlich stärker als der europäische Durchschnitt. Aufgrund der stetigen wirtschaftlichen Erholung und des verbesserten Zugangs zu Hypothekenfinanzierungen wird eine Fortsetzung der positiven Entwicklung des spanischen Immobilienmarktes erwartet. Spanien gehört zu den absoluten Outperformern derzeit in Europa. Die Wirtschaft entwickelt sich fundamental deutlich besser. Also bereits in diesem Jahr und im nächsten Jahr wird ein Wirtschaftswachstum um die 3 oder sogar höher % erwartet. Seit 2014 entwickelt sich der spanische Wohnungsmarkt wieder positiv, was sich unter anderem in steigenden Immobilienpreisen widerspiegelt. Insbesondere Madrid und Barcelona nehmen eine zentrale Rolle für die Entwicklung des spanischen Immobilienmarktes ein. Das Transaktionsvolumen der beiden Metropolen betrug 2014 über 60% des Gesamttransaktionsvolumens Spaniens. Die Wohnimmobilienpreise in Madrid und Barcelona haben im letzten Jahr ihren absoluten Tiefststand erreicht. Jetzt gibt es eine hohe Nachfrage und fast kein verfügbares Angebot mehr und sehen entsprechend jetzt ein optimales Zeitfenster, um zu entwickeln. Das Besondere an dem Projekt Madrid Via Verde ist zum einen, dass es sich noch im Stadtgebiet von Madrid befindet und dass wir dort einen Stadtteil kreieren mit all den Vorteilen, die das mit sich bringt. Es ist das größte zusammenhängende Wohnungsbauprojekt in Madrid, in einer Metropolregion mit über 6,5 Millionen Einwohnern. Spanien weist mit über 80% die höchste Wohneigentumsquote Europas auf. Dennoch ist das Angebot in beiden Metropolen limitiert. Die Hauptstadt Madrid verzeichnete 2009 bei über 6,5 Millionen Einwohnern in der Metropolregion noch rund 60.000 leerstehende Wohnungen im Stadtgebiet. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieser Überhang bis Ende 2015 auf 12.000 Leerstandeinheiten reduziert. Insofern ist das Momentum für uns in 2015 und 2016 das Zeitfenster, wo wir investieren werden.